SportAids wird präsentiert von Hasle Profizenter, Kübler Heizöl, Franz AG und einem starken Wirtschaftsteam aus der Region Winterthur. Das ist SportAid vom Oktober. SportAid, das ist die Sendung, die den Sport auf die Wirtschaft trifft. Heute wieder aus dieser wunderbaren Sportarena im Wien 4. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. SportAid geht bereits ins dritte Jahr. Und in dieser dritten Staffel haben wir eine Neuerung. Und zwar dürfen sich Sportarten oder Vereine direkt hier live vom Publikum vorstellen. Mehr dazu später. Jetzt begrüßen wir unsere zwei wieder hochkarätigen Gäste. Er ist der sogenannte Mr. Corona. Sie war ebenfalls Medizinerin, gewesen, hat aber ihren Beruf aufgegeben zum Radprofi werden und ist vor zwei Wochen WM-Zweite geworden im Zeitfahren. Wir begrüßen ganz herzlich Marlene Reusser und Daniel Koch. Daniel, Marlene, herzlich willkommen, schön sind ihr da. Daniel, eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollen nicht mehr gross über Corona reden, wo wir abgemacht haben, dass du kommst. Jetzt müssen wir wieder. Wie ist die Situation im Moment? Wie schätzt du sie? Ja, grüß euch miteinander alle zusammen. Merci für die Einladung. Man kommt nicht darum herum, über Corona zu reden und vor allem auch nicht über die jetzige Situation. Wir wissen es alle, die Fallzahlen sind in den letzten Wochen wieder gestiegen. Jetzt gerade über das Wochenende auch wieder weiter gestiegen. Im Moment ist es sicher so, es sind zu viele Fälle. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir die Fallzahlen noch einmal runterbringen, weil auf den Winter hin wird es noch schwieriger. Da haben wir noch andere Krankheiten, die kommen. Grippe wird kommen, Schüsterpfnüssel. Und von dem her ist es schon wichtig, dass man dann nochmal probiert, die Zahlen runterzubringen. Sie sind jetzt über das Wochenende, du hast gerade nachgeschaut, aktuell über 4'000 wieder, oder? Also, und was sagst du denn, wie soll man das runterbringen? Also die Wintersportgebiete, die haben sich jetzt zusammengeschlossen. Du bist dort, glaube ich, auch am Beraten. Was machen die? Ja, es geht sicher darum, dass man ganz verschiedene Sachen anschaut. Also wie tut man überhaupt Wintersportgebiete auf? Also wie machen wir es mit den Hotels, mit den Seilbahnen, auf den Skipisten? Aber dann geht es natürlich auch darum, dass Behörden schauen, wo können wir testen, können wir mehr testen. Es gibt ganz verschiedene Aspekte und im Moment sind alle dran, sich stark vorzubereiten, zu schauen, dass wir wirklich auf den Winter hin die Fallzahlen in den Griff bekommen, dass das Contact Tracing noch verbessert werden kann. Es ist aber sicher so, leicht wird es nicht sein. Und darum, die Bevölkerung muss dann auch mitmachen. Sie müssen auch wieder die Regeln besser einhalten, Hygienemaßnahmen besser berücksichtigen. Mhm. Sonst wird es nicht gehen. Marlene, du nickst, was macht das mit dir jetzt? Bei dir ist schon so viel jetzt die Saison abgesagt worden, Olympia abgesagt worden. Wie gehst du mit dem um? Verschoben. Hoffentlich. Ja, verschoben, genau. Verschoben. Ich habe mich daran gewöhnt, eigentlich allgemein im Leben schon vorher alles zu nehmen, wie es kommt, vorweg. Und ich schaue, wie es kommt. Ich nehme, wie es kommt und versuche es gut. Aber eben, du hast ja Medizin studiert, du hast als Assistenzärztin gearbeitet im Spital Langnau, bevor du Radprofi geworden bist. Was macht man sich denn das? Noch andere Gedanken? Oder sagst du, nein, jetzt bin ich Radprofi, jetzt tue ich das medizinisch ein bisschen auf die Seite? Ja, ich habe mir eigentlich von Anfang an gesagt, ich vertraue auf die Kompetenz der Fachleute und der Behörden, schauen, was die beschließen und befolgen das. Also ich tue mich da nicht gross drum, ehrlich gesagt. Jetzt die Krise, oder? Wir sind in der Krise. Du hast ja unter Umständen auch den Status jetzt bekommen, weil du damals so ruhig und souverän jeden Tag eine stundenlange Pressekonferenzen geleitet hast, respektive Auskunft gegeben hast. Bist du nie auf die Krise gekommen in dieser Zeit? Also selber? Nein, habe ich sicher keine Krise gehabt. Das wäre völlig falsch. Also, wenn man in einer Krise ist, dann muss man vor allem die Ruhe bewahren und muss vor allem, wie Marlene jetzt schon gesagt, einfach das nehmen, so wie es kommt und immer reagieren, nicht irgendwelchen fixen Plänen folgen, sondern
wirklich auf die Situation eingehen. Und wie hast du dich dann erholt? Also man stellt sich ja das vor, dass 7,24 mehr oder weniger, dass ihr da gearbeitet habt. Ja, es hat sicher, also man muss schon sehen, es haben sehr viele Leute sehr viel gearbeitet, aber ich persönlich habe natürlich immer geschaut, dass ich vor allem genügend Schlaf habe und das ist das Wichtigste. Man muss können schauen, dass man abstellen kann und dass man genügend zum Schlaf kommt. Wie gehst du mit? Ja. Er ist wie ein Sportler. Ja. Wie ein Sportler. Es ist auch ein bisschen Spitzensport, was du machst in so einer Phase, oder? Marlene, wie gehst du mit Krisen um, wenn du merkst, oh, jetzt läuft es nicht? Ja, eben irgendwie, ich muss sagen, ich glaube, ich habe keine Krise jemals müssen bewältigen, persönlich. Also ich weiss nicht, wahrscheinlich im Persönlichen kommt es so darauf an, was man als, eben, wenn man es als Krise sieht, ist man vielleicht mehr in Krise, ja. Also nicht, dass ich etwas hatte, aber ich habe das Gefühl, wenn etwas passiert im Leben, kann man verschieden damit umgehen und entweder sieht man es als Herausforderung und versucht eine Lösung zu finden oder man sieht es als Krise und fühlt sich mehr als, ich weiss nicht, Opfer von einer Krise und ich habe mich noch nie in einer Krise, also ich habe wirklich ein gutes, tolles Leben bis jetzt. Also eben, aber du gehst ja auch jetzt um, oder? Der Frauenradsport ist ein Mauerblümchen-Dasein, fristet das und jetzt ist eure Equipe Paul K. hat keinen Hauptsponsor mehr gefunden. Wie geht man denn mit dem? Also jetzt hast du quasi keinen Arbeitgeber im Moment. Genau, ich habe gedacht, ich fahre nächstes Jahr wieder mit dem Team, alles gut und erfahre vor ein paar Tagen, dass das nicht der Fall sein wird. Jetzt muss ich oder darf ich ein anderes Team suchen noch für nächstes Jahr. Es ist nicht ganz einfach. Alle Teams sind eigentlich geschlossen, Budgets sind gemacht und so, aber ich hoffe, ich kann mich noch irgendwo unterbringen. Ja. Eben, aber du wirkst relativ relaxed jetzt auch wieder. Ja, ich bin einfach nicht, ich denke, das Leben bringt, was es bringt und ich bin optimistisch. Also, irgendetwas wird schon gehen. Immer geht irgendwo die Tür auf. Jetzt, du hast, ich habe es gesagt, mit 2017, also vor 3 Jahren, eine Lizenz gelöst und hast deinen Beruf aufgegeben als Assistenzärztin im Spital Langnau. Das war ein rechtes Risiko. Ich finde eben nicht aufgeben. Du hast schon vorhin gesagt, aufgeben. Oder ich habe mal beiseite gelegt. Aber ich meine, wenn ich will, kann ich immer zurückkehren, denke ich. Also, für mich ist es nicht ganz ein Aufgeben, sondern Prioritäten wechseln. Okay, und das natürlich durch eine grosse Leidenschaft, oder? Das Radsport, was ist denn die Faszination Radsport für dich? Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, es war nie die Faszination Radsport gewesen, sondern ich bin einfach von Sport allgemein fasziniert und man hat es mir halt der Ermut dort reingenommen, aber ich finde einfach, schon nur den Sport ausüben an sich mache ich so gerne. Und jetzt noch das Ganze drumherum, das Leben, ich finde, es ist wie ein Abenteuer im Leben, das ich habe. Also ich komme so vielen Orten her, lerne so viele neue Sachen und Leute kennen. Es ist einfach, jeder Tag ist ein bisschen crazy. Das habe ich gerne. Super, eben, es gibt ja immer mehr Frauen und Männer, die fasziniert sind vom Radsport und immer mehr Frauen, die auch mit Männern zusammen trainieren, weil sie sagen, wir können enorm davon profitieren. Wie das harmonisch und mit viel Freude geht, das zeigt uns der Radsportclub Regensdorf in unserem Beitrag. Der Radsportclub Regensdorf trifft sich zum zweiwöchentlichen Vortraining. Ein Training, wo verschiedene Leistungsniveaus aufeinandertreffen. Darum wird in 3 Stärkeklassen trainiert, sodass jeder sein Tempo findet. Das Niveau des Clubs ist hoch. Gerade für die Frauen eine rechte Herausforderung, aber auch ein geniales Training zum Besserwerden. Es ist natürlich gleich immer das Kraftthema. Also angeblich kann die Frau nur 2/3 von der Kraft aufbringen wie ein Mann. Und wenn wir noch so trainieren, dann kommen wir darüber auch nicht raus. Und deswegen Windschattenfahren ist gut, aber spätestens am Berg oder in der Fläche, wenn die drucken, merken wir das natürlich. Und das braucht dann das Beissen, ja. Der Club bietet optimale Bedingungen, um Wettkampfshärte zu trainieren. Nicht umsonst haben es schon manche Radfahrerinnen vom Verein weit gebracht. Wir haben ja bei uns sogar Weltmeisterinnen, Schweizer Meisterinnen, Demo Pulli, die Silbermedaille an der Olympiade geholt hat. Wir haben Spitzentriathletinnen da. Alles, also das sind Frauen, die etwas drauf haben. Auch die Co-Präsidentin Angelika Marfurt war erfolgreiche Elitefahrerin und hat vom anspruchsvollen Training profitiert. Wenn man in der starken Gruppe mitfahren kann, dann ist das wie ein Wettkampftraining. Und dort habe ich einen Wettkampfhärte, den ich trainieren kann. Und ich kann sonst, wenn ich allein fahre, kann ich hier Grundlage gemütlich fahren für mich. Und das ist eigentlich perfekt als Ausgleich.
Radsport ist ein zeitintensiver Sport. Tretteffizienz, Intervall, Grundlagen, Sprint, Berg- und Athletikeinheiten. Trainingsplanung ist komplex. Beim RSC Regensdorf ist es aber nicht nur die Leistung, die zählt. Den Kopf ausschalten, man kann entspannen, man sieht sehr viel von der Gegend. Dass man gemeinsam Sport machen kann. Mit dem Velo kommt man relativ weit um. Man kann die ganze Schweiz befahren. Verschiedene Touren können fahren und einfach sich auch auspowern können. Das ist für mich auch eine gewisse Freiheit, das können auszuleben. Es sind gute Leute, aber es ist nicht unser Ziel, jetzt da einfach einen Spinnerclub von Superschnellen zu haben. Die hat es auch. Sondern es soll ein Club sein, wo man Freude am Velofahren hat und wo, eben, wie gesagt, alle den Plausch haben und auch alle mitkommen können. Das ist das Ziel. Ja, also viel Spass, viel Freude, all miteinander. Gehst du auch in Gruppen oder gehst du viel alleine trainieren in dem Fall? Ich habe auch im Verein gestartet, im Radverein Ersingen. Und das ist eigentlich, ich glaube, das ist für mich der Push schlechthin gewesen. Also, ich bin dort her und ich weiß im Fall nicht, ich glaube, ich war die einzige Frau in dem Moment, als es nicht viel hatte. Und am Anfang hat es mich immer abgehängt. Aber jede Woche bin ich besser geworden und habe nach ein paar Mal wirklich gut mitfahren mit diesen Männern. Und es war immer ein Spass. Also, ich bin auch immer dort hergegangen ins Training. Das war so, ja. Velofahren, etwas für dich, Daniel? Ist das, machst du das? Du bist ein Läufer, glaube ich, und Hundesport machst du ja noch viel. Ja, genau. Also, ich mache mehr Hundesport und mehr Rennen. Also, ich renne mit meinem Hund. Gar nicht gross. Aber ja, ich habe jetzt angefangen, Velofahren mit dem Hund, weil für den Hund auf Geschwindigkeit zu trainieren, lasse ich mich vom Hund auf dem Mountainbike ziehen. Der Hund zieht dich auf dem Mountainbike? Ja, ich helfe schon ein bisschen hinten dran, aber es ist vor allem der Hund, der schnell ist. Du hast ja den EM-Titel geholt im Canicross, habe ich gelesen. Ja, also da muss man schon relativieren, einfach bei den alten Männern, also einfach in der ältesten Kategorie, aber ja, es ist so, ja. Jetzt, wenn man euch vergleicht oder sieht, Parallelen bei euch sind schon auch, ihr seid sehr vielseitig, habt Mut, Neues zu machen und habt aber auch eine gewisse Gelassenheit in der Krise. Würdet ihr das unterschreiben, Daniel, also, was euch ausmacht? Ja, ich glaube schon, dass man gelassen bleiben muss und ich glaube, gerade bei den Sportlern ist extrem, also Spitzensportler ist extrem wichtig, dass sie können, ja, die Ruhe bewahren, oder? Weil es ist doch jedes Mal dann wieder hektisch. Und ich bewundere die Spitzensportler in dem. Alle, die ich jetzt kennt, habe sie immer so, ja, mega cool. Marlene, du hast ja noch Radsport dann während dem Medizinstudium gemacht. Wie ist denn das aneinander vorbeigegangen? Ja, während dem Studium ist es eigentlich recht gut gegangen. Ja, am Schluss vom Studium auf das Staatsexamen her bist du eigentlich eh mit Lernen beschäftigt. Da ist die Pause vom Training recht willkommen. Während dem Arbeiten ist es näher brenzlig geworden eigentlich. Ja. Ist es schwierig geworden? Ja. Medizinstudium und Sport, geht das für dich? Ja, das geht. Also es gibt mehrere Beispiele. Es geht schon, aber es ist natürlich eine Herausforderung und es braucht sehr viel Energie. Also ich glaube nicht, dass ich das geschafft hätte. Du hast dich auf die Medizin konzentriert in dem Fall. Ja, ich bin vor allem sehr früh dann ins Ausland. Ja, genau. Eben, du bist ja früh in Krisengebiete gegangen. Sierra Leone, Uganda, Südafrika. Also dort, wo die grossen, schweren Bürgerkriege waren. Für das IKRK bist du dort. Wieso das? Ja, wie alles im Leben. Also ich habe Medizin studiert, weil ich denke, das sei ein guter Beruf, um im Ausland zu arbeiten. Heute würde ich wahrscheinlich etwas anderes wählen. Es ist nicht so einfach als Mediziner. Aber ja, ich war dann wirklich 14 Jahre beim Roten Kreuz. Ein bisschen mehr per Zufall, aber das hat mir natürlich auch ermöglicht, im Ausland zu arbeiten. Und ja, wenn man mal angefangen hat, bleibt man häufig ein bisschen dabei. Wie sehr hat dich denn die Zeit geprägt? Da hast du ja nicht sehr viele schöne Bilder gesehen, nehme ich jetzt mal an. Oder sehr viel schlimme auch. Ja, aber man darf das nicht überschätzen. Selbstverständlich hat man Momente in Kriegsgebieten, die hart sind. Aber die meiste Zeit ist dann doch einfach normal und normales Leben. Und man sieht auch sehr viel Erfreuliches, sehr viel Schönes. Wie mich das geprägt hat, ja, ich weiss es nicht genau. Wie wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte? Aber es hat sicher eine gewisse Erfahrung gegeben, für mit gewissen Krisen umzugehen. Eben, also die Gelassenheit, die du jetzt gehabt hast, möglicherweise auch eine Folge von dieser Zeit damals? Ja,
vielleicht zum Teil. Auf der anderen Seite ist natürlich jemand, der eh aufgeregt ist und Angst hat, der macht so etwas nicht. Also, ist vielleicht ein bisschen beides. Vielseitigkeit eben habe ich noch angesprochen bei euch, Marlene. Du hast, bist politisch engagiert gewesen, bist Präsidentin von der Jungen Grünen im Kanton Bern und im Vorstand von der Grünen Emmental. Und du bist noch an der Hochschule der Künste gewesen, als Geigerin. Also, wie bringt man das alles zusammen? Oder wie kann man sich das erklären? Ich habe es nie alles zusammengebracht. Das waren die verschiedenen Momente in meinem Leben. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Einfach, ich glaube, wenn ich etwas gerne mache, dann entwickle ich recht eine Leidenschaft dafür und mich recht fest mit dem auseinandersetze. Und dann führt es irgendwie immer dazu, dass es irgendwo hergeht damit, ich weiß nicht, ja. Eben, Leidenschaft ist das, was es ausmacht, dann, dass man gut ist. Ja, ich glaube, wenn man den Beruf, den man macht, gerne macht und Freude hat an dem, was man macht, sei das jetzt Spitzensport, sei das der Beruf, dann macht man es auch besser. Und ich weiß nicht, ob das Leidenschaft ist, aber es braucht schon Engagement, ja. Mhm. Marlene, 2017 hast du gestartet, eine Lizenz gelöst erst. Jetzt bist Zweite an der WM wurde. Wie ist das möglich? Ich weiß nicht. Ja, also ich habe schon immer gewusst, dass ich einen sehr grossen Motor habe. Das hat man jeweils gesehen, oder? Wenn man eben in eine Sportgruppe geht und mit eigentlich relativ keinem Training oder sehr wenig Training relativ stark ist. So. Also ich habe immer gewusst, ich habe einen guten Motor, ich habe nie gewusst, wo er herlenkt. Und langsam wissen wir, ja, der lenkt sehr weit. Aber ja, einfach, ich habe hart trainiert und gearbeitet. Also ich bin nicht faul gewesen jetzt die letzten 3 Jahre. Ja, das glaube ich schon. Das war auch nicht meine Absicht. Das ist drum. Aber es ist klar, oder? Wie 3 Jahre an die Weltspitze, das braucht sehr viel. Wie sieht es aus mit so Kunststückchen auf dem Velo? Also, ich habe keine Kunststückchen auf dem Velo. Ich kann die Hände gehen. Das wäre es. Nein, ich kann nicht Mountainbike oder so. Es ist immer noch ein Thema auf mir. Ich kann wirklich geradeaus fahren, geht gut bei mir. Und das relativ schnell. Ja. Wir kommen nämlich, warum ich das anspreche, zu unserer neuen Rubrik. Und da habe ich ja gesagt, kann ab sofort ein Club oder ein Sport sich da live vor Publikum vorstellen. Das Projekt, das heisst Achtung, fertig, Kamera. Und ich gehe jetzt gerade mal über zum Beat Suhrmann. Und man merkt, es ist Radball. Herzlich willkommen. Ihr habt jetzt dann 3 Minuten Zeit, um zu erklären, was ihr macht im Radball. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich unsere Protagonisten, nämlich den Benjamin und Severin Weibel vom RMV Pfungen und vom Radballclub Winterthur, den Roman Baumann und den Tim Russenberger. Herzlich willkommen. Es ist, ja. Radball, die Schweiz Weltspitze, das sind eure Minuten. Ich sage Achtung, fertig, Kamera. Wir fangen gerade an mit dem Velo, wo uns der Sevi zeigt, im Goal. Man kann mit dem Velo Fürsten und Hintersten fahren. Man sieht den Pedalen an, es hat weder Bremsen noch Gang. Es hat ein bisschen einen speziellen Lenker, einen anderen Sattel. Der Sevi zeigt jetzt mal, wie man sich darauf bewegen kann. In alle Richtungen, Fürsten, Hintern, seitwärts, hüpfen. Man kann auch stillstehen, man kann natürlich die Hände wegnehmen. Als Goalie besonders wichtig. Jetzt nehmen wir den Ball mit ins Spiel. Der Ball ist mit Tierhaar gestopft. Etwa 600 Gramm schwer. Und man bringt doch rechte Schüsse mit dem Ball an. Jetzt haben wir in der oberen Hälfte das Passspiel. Der Radballclub Winterthur mit dem Tim und dem Roman. Die beiden spielen sich den Pass leicht vor das Vorderrad, damit sie ihn nachher können spielen. Auf der anderen Seite sehen wir Pfungen beim Goalie-Training. Die rühren sich den Ball in die Hände und der Goalie verkürzt jeweils den Winkel, zum optimal stehen und den Ball können fangen. Jetzt Schuss. Im Oberkörperbereich ist der einfach zum Fangen, sonst muss man sich dann halt ein bisschen strecken. Aber das kann ein geübter Goalie. Dann kickt der Sevi gerade noch aus. Gutes Mittel, um ein Goal zu schiessen. Der Roman zeigt das Trick in der unteren Hälfte. Unser Filigrantechniker aus Hegi
Braucht man im Spiel nicht so häufig, aber ist schön, es mal vorzuzeigen. Auch der Benni hat ein Trick auf Lager, das zeigt er auch noch vor. Jawohl, sehr schön. Und dann sehen wir jetzt einen Angriff. Winterthur fängt an, fährt parallel aufs Goal zu, passt leicht vor das Vorderrad, damit man immer entweder schiessen oder auch passen kann. Die beiden Optionen muss man sich immer offen behalten. Jetzt kommt Pfungen, da haben wir jetzt einen Verteidiger, der Tim, der ihnen dazwischen fährt. Das macht es ein bisschen schwieriger. Der Sevi probiert es allein, spielt aber den Pass vorne durch. Winti wieder mit dem Angriff. Schauen wir, was der Verteidiger macht. Je nachdem, da muss der Team abkehren. Jetzt hat der Roman das Feld offen. Sehr schön. Letzten Angriff noch von Pfungen. Der Sevi probiert es wieder allein. Gibt dann aber retour auf den Penaltypunkt und kommt da zum Abschluss. Das letzte machen wir noch einen Eckball. Da wird der Ball hoch in die Mitte gespielt und von dort Volley weitergeleitet ins Goal. Das probieren wir gerade nochmal. Hallo, im Spiel klappt es dann. Danke noch vielmals. Das wär's gewesen. Merci vielmals, super. Benjamin und Severin Weibel und der Roman Baumgemann und der Tim Russenberger. Danke vielmals. Und wir gehen da vorne. Wir kommen hierher, Beat Zurmann. Ihr kommt, es ist natürlich hochspannend, zu schauen, was da alles dahinter steckt. Ihr kommt einen Gutschein über von je 2x500 Franken zum einen von Viking Sports, Veredelung, also Bestickung von Sportsachen und Hummel Sportbekleidung, ebenfalls 500 Franken. Der Gutschein wird euch überbracht von Heinz Kübler von Kübler Heizöhrl. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Super, wunderbar. Alles Gute, viel Erfolg, dass ihr weiterhin so stark seid im Bratball. Vielen Dank. Und merci vielmals. Eins können wir gut brauchen. Danke vielmals, wunderbar. Ja, die Frage ist jetzt wieder ein bisschen, Marlene, Zukunft, oder? Wie sieht es jetzt aus bei dir in nächster Zukunft, deine Pläne? Ja, eben, jetzt geht die nächste Zukunft, weiss ich noch nicht so. Ich mache wahrscheinlich jetzt den Off-Season, also so ein bisschen ein Päuschen. Und dann nächstes Jahr erlaube es Corona, hoffentlich die Olympischen Spiele, wieder Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Worldtour-Rennen, wo ich recht ambitiöse Ziele habe, überall mal schauen. Mhm. Und tust jetzt du das Training irgendwie noch anpassen? Oder jetzt auf Tokio, im Hinblick auf Tokio? Ja, das müssen wir auch noch genau schauen, wie wir es dann machen. Aber sicher die Hitze ist ein Thema. Also in Tokio kann es sehr heiß und schwül sein. Was wir dieses Jahr können merken, ist, dass mir Höhentraining extrem viel nützt. Also ich war zweimal in der Höhe und habe sehr grosse Fortschritte gemacht. Ob wir das beides integrieren können, wird vielleicht schwierig, aber einfach, wir schauen, eins von dem. Mhm. Daniel, deine Pläne, du hast ein volles Auftragsbuch als Berater natürlich. Was sind deine nächsten Pläne? Ja, ich stehe sicher Ihnen weiter zur Verfügung, solange dass wir das Problem noch haben. Ich bin ganz sicher, die Olympiade nächsten Sommer die wird stattfinden. Da bin ich ganz überzeugt. Bis dann haben wir sicher noch mehr Möglichkeiten. Und ich denke, wenn man das Problem im Griff hat und ich nicht mehr nachgefragt werde, ist es ja besser. Und dann bist du auch ein bisschen froh oder ja, ein bisschen durchschnaufen, weil du hast ja gerade weitergemacht. Nein, bin ich schon sehr froh und mein Ziel ist, dass ich dann auch wieder ein bisschen mehr meinem Sport widmen kann. Wie ist denn das mit den Impfungen? Was sagst denn du da dazu? Das heißt, im Frühling kommen sie, dann höre ich wieder andere, die sagen, ja, nein, vergessen sie, im Frühling haben wir eine Impfung. Ja, ich glaube, es wird sicher ein Impfstoff kommen. Wenn genau und wie, das ist nicht ganz sicher, das weiß man nicht, aber es wird so Frühling, Sommer sein. Aber es wäre falsch, wenn wir jetzt also einfach auf einen Impfstoff konzentrieren. Es werden noch andere Hilfsmittel kommen. Wir werden mit Sicherheit schnellere und bessere Tests haben.
Das wird auch sehr viel helfen. Wir werden sicher nächstes Jahr Schnelltest haben. Wir werden vielleicht noch andere Hilfsmittel haben. Man muss einfach auch offen bleiben. Aber ich bin überzeugt, alles zusammen macht es dir aus. Und alles zusammen, wenn man das sehr gut kombiniert, wird es erlauben, dass wir schon nächsten Sommer normales Leben haben. Noch nicht ganz normal. In etwa 2-3 Jahren werden wir es wirklich im Griff haben. In 2-3 Jahren im Griff. Marlene, Tokio, sag noch schnell, Ziel dort. Das ist immer schwierig zu sagen, aber für mich ist sicher eine Medaille das Ziel. Ja. Ja. Im Zeitfahren. Strasse ist ja dann viel auch noch ein bisschen mit Glück, oder? Genau, oder bist jetzt auch Zehnte geworden? Oder? Genau, Strasse ist so ein bisschen mehr eine Wundertüte. Da kann ja alles passieren. Ja. Ja, wunderbar. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg und werden dich natürlich mitverfolgen. Und falls jemand noch Lust hat, das Frauenradsportteam zu sponsern, kann er sich direkt bei der Marlene melden. Danke vielmals, Daniel, dass du dabei bist. Ich wünsche dir auch viel Erfolg mit deinem neuen Buch, wo du ja noch eine Präsentation hast jetzt heute Abend in Basel. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Und wir sehen uns wieder am 9. November wieder da im Wien 4. Dann zu Gast ist wieder eine junge, tolle Frau, nämlich Anouk Verge-Depre, die vor kurzem Beachvolleyball-Europameisterin geworden ist und der FDP-Nationalrat und Digitec-Gründer Marcel Dobler. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich wünsche alles Gute, bleibt gesund. Bis am 9. November. Tschüss zusammen. Sportdates ist präsentiert worden von Hasler Profizenter, Kübler Heizöl, Franz AG und einem starken Wirtschaftsteam aus der Region Winterthur.